Das Blitzlicht reicht von noch keine Erfahrung mit Selbsthilfe bis hin zu Leuten, die sich mit dem Thema Selbsthilfe oder Teilnehmenden, die sich mit Selbsthilfe schon befasst haben. Und ja, dann starte ich mal mit dem allgemeinen Teil zur Selbsthilfe. Und zwar, was ist Selbsthilfe denn überhaupt? Selbsthilfe bedeutet wechselseitige Hilfe auf der Basis gleicher Betroffenheit. Das heißt, Menschen mit gleichen Themen, Krankheiten, Behinderungen, seelischen Problemen treffen sich. Sie nehmen ihre Probleme und deren Lösung selbst in die Hand und versuchen im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten aktiv zu werden. Selbsthilfe ist aber nicht nur etwas von direkt Betroffenen, sondern Selbsthilfe gibt es auch für Angehörige von Betroffenen, die sich im Rahmen von Selbsthilfe organisieren. Fakten, Fakten. Schätzen Sie doch mal, wie viele Selbsthilfegruppen gibt es denn so in Berlin? Rufen Sie einfach mal eine Zahl in den Raum. 300. Wie viel? 300 vielleicht. 300? Gibt es eine andere Zahl? Okay. In Berlin gibt es ungefähr, Moment, jetzt ist der Chat aus. Also es gibt in Berlin ungefähr 1800 Selbsthilfegruppen. In Deutschland gibt es 70 bis 100.000 Selbsthilfegruppen. Und insgesamt sind in Deutschland ungefähr 3 Millionen Menschen in Selbsthilfegruppen aktiv. Es gibt eine sehr große Themenvielfalt. Das sind zum einen die verschiedenen Krankheitsbilder. Als Beispiele Rheuma, MS, Diabetes, aber es kann oder es gibt zu fast jedem Krankheitsbild auch eine Selbsthilfegruppe. Es ist aber auch das Thema Sucht, Alkohol, Medikamente, Spielsucht als Beispiele. Das sind psychische Themen, vermehrt Ängste, Depressionen, Burnout. Es ist aber auch das Thema, also sind auch soziale Themen, Arbeitslosigkeit und Gewalt zum Beispiel. Das sind Behinderungen. Das sind Themen wie Migration, Gender, Seniorinnen. Genau. Was sind denn eigentlich Selbsthilfegruppen? Was macht sie aus? Selbsthilfegruppen arbeiten selbstbestimmt im Hinblick auf ihren Inhalt und ihre Form. Und es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gruppenformen. Es gibt einmal die anonymen Gruppen, da erfahren wir nachher ja noch beispielhaft ein bisschen mehr drüber. Es gibt die klassischen Selbsthilfegruppen, trifft sich in einer Runde und spricht miteinander. Es gibt aber auch Selbsthilfegruppen mit kreativen Methoden, also zum Beispiel Gruppen, die gemeinsam Theater spielen oder gemeinsam singen. Es gibt die Gruppenform als Stammtisch. Es gibt nicht erst seit Corona Selbsthilfegruppen, die sich online treffen. Und es gibt Selbsthilfegruppen, die sich zum Beispiel draußen im Park treffen. Vermehrt seit Corona, gab es aber vorher auch schon. Das Besondere an Selbsthilfegruppen ist, dass sie in der Regel nicht von professionellen HelferInnen oder Mitarbeitenden geleitet werden, sondern sie organisieren sich selber.
Sie treffen sich regelmäßig zu festgelegten Terminen. Eine aktive und kontinuierliche Mitarbeit ist in der Regel gewünscht. Und die Themen und Inhalte werden gemeinsam festgelegt, gemeinsam verabredet. Und im Mittelpunkt der Gruppenarbeit steht der gemeinsame Erfahrungs- und Informationsaustausch. Ja, und wie finden Sie jetzt eine Selbsthilfegruppe, wenn Sie eine für sich suchen oder für jemanden, ja, der gerne an einer Selbsthilfegruppe teilnehmen möchte? Das ist die Internetseite von SEKIS Berlin. Und Sie sehen hier den Button Suche Selbsthilfegruppe. Das heißt, da können Sie draufgehen und geben jetzt, wir sind heute beim Thema Medikamentensucht. Jetzt geben wir einfach mal Medikamente hier ein. Der Link ist auch in der PowerPoint-Präsentation. Die bekommen Sie ja nach der Veranstaltung auch zugeschickt. Dann gucken wir mal, was passiert. Und die allgemeine Suche ergibt jetzt, das sehen Sie hier, 185 Angebote im Bereich der Selbsthilfe und es gibt noch 20 weitere Organisationen. Dann haben Sie hier diese ganze Liste und es gibt hier rechts die Bezirke oder die Stadtteile, wo es jeweils eine Selbsthilfegruppe gibt. Man kann dann die einzelnen Gruppen anklicken und bekommt dann konkretere Informationen zu der Gruppe dazu. Zum Beispiel eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse oder eine Erreichbarkeit und vielleicht auch noch ein paar mehr Informationen dazu, was das Besondere an dieser Gruppe ist. So können Sie dann den Kontakt aufnehmen oder Sie gehen hier zurück zur Übersicht. So geht das mit dem, also wir können auch hier nochmal ein anderes Thema eingeben, zum Beispiel Diabetes, dann passiert das genauso und Sie können aber hier auch noch den Bezirk angeben, in dieser Rubrik hier, ob Sie alle Bezirke wollen oder nur einen bestimmten und Sie können hier nach Stichwörtern suchen. Das andere ist, da kommen wir gleich noch zu, Selbsthilfe-Kontaktstellen gibt es auch noch und da können Sie hier, also wenn wir einmal zurückgehen auf die Startseite, dann gibt es hier eine Kachel, die heißt Kontaktstellen. Wie man dazu Kontakt aufnimmt, also was deren Angebote sind, da komme ich gleich noch zu. Da kann man dann auch draufklicken und hat dann hier eine Übersicht der einzelnen Bezirke. Und wenn man dann da drauf geht, zum Beispiel in Pankow, dann sehen Sie, dass es in Pankow zwei Selbsthilfe-Kontaktstellen gibt, jeweils mit den Kontakten. Kontaktdaten, Telefon, E-Mail-Adresse, dann gibt es hier auch noch mal eine extra Übersicht über die Selbsthilfegruppen. Genau. Okay, dann gehen wir mal zurück zur Präsentation. Ja, Selbsthilfekontaktstellen. Selbsthilfekontaktstellen sind sowas wie die Schnittstelle zwischen der Selbsthilfe und der professionellen sozialen Hilfe. Es gibt in Berlin in jedem Bezirk mindestens eine Selbsthilfekontaktstelle, in manchen auch mehrere. Deshalb gibt es insgesamt an 16 Standorten aktuell in Berlin Selbsthilfekontaktstellen plus der Selbsthilfekontaktstelle Berlin. Das ist sozusagen die Berliner Selbsthilfekontaktstelle. Das heißt, bei uns landen ganz viele allgemeine Fragen oder Leute, die auf der Suche nach Selbsthilfegruppen in Berlin sind, kontaktieren uns dann als zentrale Stelle. Genau. Die Arbeit der Selbsthilfekontaktstellen wird gefördert, zum einen durch die Senatsverwaltung für Soziales und die gesetzlichen Krankenversicherungen und durch Spenden. Und Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung ist es gesetzlich, dass sie die Selbsthilfe auch fördern. Nicht nur Selbsthilfekontaktstellen, sondern vor allem auch Selbsthilfegruppen. Wenn die halt mal Ausgaben haben, weil sie einen Raum mieten müssen oder einen Referenten nutzen wollen, dann gibt es auch dafür eine Förderung. Die Aufgaben der Selbsthilfekontaktstellen sind
ja, über Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen zu informieren und zu beraten. Also Leute, die interessiert sind, an einer Selbsthilfegruppe zu beraten. Was ist das überhaupt? Was passiert da? Die Kolleginnen in den Selbsthilfekontaktstellen vermitteln in bereits bestehende Gruppen. Es kann aber auch passieren, dass es eine Selbsthilfegruppe zu dem gewünschten Thema noch nicht gibt oder dass die bestehende Selbsthilfegruppe vielleicht auch keine neuen Teilnehmenden aufnimmt. Und dann unterstützen die Selbsthilfekontaktstellen bei der Gruppengründung. Also sie helfen dabei, sie beraten, wie funktioniert das? Sie übernehmen dafür Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, damit es gelingt, auch noch weitere Interessentinnen für die Gruppe zu finden. Und die Kolleginnen aus den Selbsthilfekontaktstellen stehen in der Anfangszeit auch zur Verfügung, um neue Gruppen anzuleiten und die neuen Gruppen dabei zu unterstützen. Die Selbsthilfekontaktstellen stellen Räume zur Verfügung für die Treffen der Selbsthilfegruppen. Und sie sind, auch wenn die Anfangsphase vorbei ist, weiterhin stehen sie als GesprächspartnerInnen zur Verfügung bei Konflikten oder wenn Supervision benötigt wird. Und die Selbsthilfekontaktstellen bieten entweder selber Fortbildungen für die Selbsthilfegruppen an oder vermitteln sie. Genau. Die Professionellen in der Selbsthilfe, das sind die Mitarbeitenden in den Selbsthilfekontaktstellen, die unterstützen die Selbsthilfegruppen und sehen zu, dass sie sich möglichst überflüssig machen. Und sie haben eine Kommstruktur. Also das heißt, es geht jetzt nicht darum, welche Idee für ein Selbsthilfegruppenthema haben die Professionellen in der Selbsthilfe, sondern sie unterstützen dort, wo Leute sagen, Selbsthilfe wäre für mich was und zu dem Thema suche ich was. Und dabei unterstützen sie. Aber die Grundidee für die Selbsthilfegruppe, die kommt von den Menschen, die sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen. Frau Dietrich-Tillmann, darf ich ganz kurz mal dazwischen. Ja. Wir haben in den Chat jetzt den neuen Link für den Workshop 3 gepostet, für diejenigen, die sich dort ursprünglich angemeldet hatten. Das wollte ich ganz kurz sagen. Danke. Okay, dann können die Letzten auch noch wechseln. Okay, dann mache ich mal weiter mit den Stärken und Grenzen der Selbsthilfe. Beginnen wir mal mit den Stärken. Die Selbsthilfe ist offen für alle. Sie hat einen sehr niedrigschwelligen Zugang, also man muss keine Voraussetzungen erfüllen. Die weitere Stärke ist, es gibt eine Vielfalt an Themen und Formen. Selbsthilfe ist freiwillig. Selbsthilfe ist mitunter schneller verfügbar als zum Beispiel eine Psychotherapie und sie ist weitestgehend unabhängig von Finanzen. Die Grenzen der Selbsthilfe beginnen dort, dass die erste Voraussetzung ist, dass man sich selber eingestehen muss, dass man ein Hilfebedürfnis hat. Und dass man bereit sein muss, sich selber zu engagieren, also sich selbst auf den Weg zu machen. Selbsthilfe ist ungeeignet für Menschen in akuten Krisen. Da braucht es dann durchaus eine andere Begleitung im ersten Schritt. Manche Selbsthilfegruppen sind etablierte und geschlossene Systeme und nicht offen für neue. Aber dann kann man ja eine neue Selbsthilfegruppe gründen. Dann ist es manchmal, passiert es manchmal in Gruppen, dass einzelne Teilnehmende die gesamte Gruppe überfordern. Das heißt, so viel Platz brauchen, dass alle anderen keinen Platz mehr haben oder den Eindruck haben, keinen Platz mehr zu haben. Und
Ich habe ja gesagt, Selbsthilfegruppen, die Professionellen machen sich überflüssig. Es gibt allerdings auch Selbsthilfe, die professionell angeleitet wird und die ist für manche Menschen zugänglicher, schneller erreichbar und heterogener. Kommen wir zu den Wirkungen und Erfahrungen der Selbsthilfe. Viele Mitglieder von Selbsthilfegruppen haben die Erfahrung gemacht, dass sie mit ihren Belastungen besser fertig werden, wenn sie in eine Selbsthilfegruppe gehen. Und sie gehen häufig selbstständiger und selbstbewusster mit ihren Problemen um als Menschen in vergleichbaren Situationen. Unser Anliegen heute an Sie: Geben Sie gerne weiter, dass es Selbsthilfe gibt und was Selbsthilfe macht. Informieren Sie Menschen, mit denen Sie zu tun haben und den Eindruck haben, Selbsthilfe könnte was sein. Vielleicht können Sie Interessierten auch Berührungsängste nehmen. Nutzen und verweisen Sie gerne auf unsere Datenbank. Nehmen Sie gerne auch selber Kontakt zur Selbsthilfe, zu einer Selbsthilfe-Kontaktstelle auf, wenn Sie Fragen haben zur Selbsthilfe im Allgemeinen oder auch nach einer bestimmten Selbsthilfegruppe suchen. Gerne können Sie sich auch, können Sie die Selbsthilfe auch für sich selber nutzen. Und Seges Berlin hat einen monatlichen Selbsthilfe-Newsletter, den Sie auch über unsere Internetseite finden und sich auch anmelden können. Da sind Sie dann immer auf dem Laufenden. Das ein kurzer Blick auf das Gebäude, in dem Seges Berlin sitzt. Das ist in der Bismarckstraße, Ecke Weimarer Straße, ganz in der Nähe von der Deutschen Oper. Aber wir sind nicht nur persönlich erreichbar, sondern auch telefonisch und per E-Mail. Sie finden uns auch auf Facebook, Instagram und Twitter und YouTube. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und gibt es Nachfragen zu diesem ersten Teil?